habe ich euch schon erzählt, ich habe 3 Stunden 43 zurückgebracht von den Nien nach Hause. Boah, echt? Das ist aber wenig. Ja, mega, ich dachte. Und bin ja freitags gefahren und donnerstags zurück. Boah, da hinten. Meinst du, das ist Lost? Ich habe keine Ahnung. Was? Das machen wir gleich beim Rückweg. Ich sehe nichts. Aber was ist das da für ein schönes Gebäude? Interessant, oder? Kommt eine schwangere Frau, ne, zum Bäcker. Sagt die, ich bekomme ein Brot. Dann sagt der Bäcker, Sachen gibt's. Ich bekomme ein Brot. Hallo? Oh, ist das schräg. Das ist ja unglaublich. Wie du an deinem Arsch hängst, so geil. Wie geil muss das aussehen für die anderen Autofahrer? Eine Zecke entfernt haben und wir machen hier das gerade mit einem mit einer Plastikflasche. Mal schauen, ob das funktioniert. Du musst was sagen. Was soll ich dazu sagen? Tut's weh? Nein, natürlich nicht. Das sage ich aber jetzt nur fürs Video. Gut gemacht. Das ist aber auch ordentlich unter Druck, ne? Guck mal, richtig viel. Dann hat man richtig die Arschkarte. Nochmal was? Wenn da einer richtig blöd runterfällt, dann ist richtige Arschkarte. Da? Ja, da, das ist richtig. Sollen wir mal hoch in den Wald gehen, gucken, ob wir doch irgendwie runterkommen? Ja, aber das bringt ja nichts. Wo willst du denn da runterkommen? Guck dir das mal an. Da ist ja nichts, wo man runterkommen könnte, weißt du? Die Bäume sind bestimmt nicht richtig fest. Die haben doch gar keinen Halt. Ja, wir haben ja auch kein Seil, gar nichts dabei, weißt du? Nee, diesmal nicht. Ich hab's normalerweise immer dabei, aber diesmal... Vergiss es, wenn du da wegrutschst, liegst du hier unten. Und eigentlich brauchst du auch eine Watthose. Aber es geht echt um das... Für dich ist kein Problem, Emily? Kein Problem. Was genau ist kein Problem? Hier rüber zu kommen über den Fluss. Okay. Also, hoch zu kommen auch nicht. Emily sagt, hier ist kein Problem. Aber guckt euch mal diesen reißenden Strom an. Unglaublich, oder? Und da ist der Eingang, Leute, da ist der Eingang. Seilchen da feste genug ist, ne? Dann wird es vielleicht ist, gehen, aber... Lisa, das ist eine Schnur. Ja. Also, dich vielleicht noch, aber mich? Da vorne. Nein, mach einfach. Gib alles. Nee, ich will schon trocken bleiben heute. Ja? Ja. Zieh doch Schuhe aus. Olli, warte, warte, warte. Olli, komm noch mal hoch. Nein. Kannst du nicht. Was gefällt dir am besten an ihm? Alles. Oh. Aber sag mir eine Besonderheit. Oh, warte mal, jetzt wird's spannend gerade. Jawoll! Killer! Ist er nicht gut? Genau. Emily freut sich oder ist sie kalt? Auf die nächste Zecke! Juhu! Keine Zecken. Nein. Wie viele Autos jetzt? Denk an uns Kinder. Und an unsere zukünftigen, Olli. Jetzt guck mal mit der Schnur, ist die fest? Das ist doch nichts. Oh, die 6 hat dafür gemacht, ne? Ja. Krass. Der ist drin! Ha! Und weg ist er! Gesaved! Genau. Werden wir gleich sehen. Leute, ein reißender Fluss. Wir haben theoretisch Stange. Oh, ist das wackelig. Ha! Wie habt ihr das geschafft, ihr Mädels? Pass auf, der ist auch ziemlich wackelig. Oh. Der nächste oh. ist wackelig. Oh. 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 Der ist auch wackelig. Ja, ich stehe aber drauf. Hui.
Nimmt ihr die Stange mit? Nee, die brauchen wir nicht. Leute. Aber das Kabel will ich jetzt da benutzen. Das will ich benutzen. Also die waren schon locker 100 Jahre keine mehr. Was passiert? Nix. Oh, achso, warum stehst du hier unten? Damit wir nicht so viel beobachten. Ah, okay. Da müsst ihr jetzt hoch, Leute. Guck mal hier. Ja, das wollte ich auch haben. Und da. Ladekabel. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber das ist durch, guck mal. Da ist, das ist keine Hülle mehr drin. Ist aber nicht schlimm. Da müssen wir auch. So. Wir haben ja eine Hundeleine dabei. Ich hänge diesen Karabiner da in die, Öse rein. Da können wir ja später mit dem Fuß drauf. Ja, die ist trotzig. Kannst vergessen, ne? Warte, ich stelle mich drauf. So. Der ist nicht so fest, aber wenn du hier an den Karabiner bleibst und dich hochziehst, ja, den Fuß danach hier drauf. Mega. Mr. Profi. Hi Leute, wir haben es gerade geschafft. Wir sind hier mit der Hundeleine hochgegangen. Richtig steil. Und haben jetzt hier den Eingang gefunden. Mega krass, Leute. Schaut euch das mal an. Und da gehen wir jetzt mal zusammen rein. So, Leute. Also, wir sind drin. Ihr seht, hier geht es direkt schon mit Stollenverstärkung, Stollenstempel los. Teilweise eingebrochen. Aber sieht eigentlich noch relativ gut aus. Da haben wir schon andere gehabt. So. Versuchen wir jetzt mal durchzugehen. Oh. Absolut wow. Guck mal. Mega. Oh. Hammer. Boah, wo geht's denn hier lang? Das Ding ist ja mal richtig gut. So, hier sehen wir Betonbewehrung. Und teilweise auch eingestürzt. So, hier waren mal Türstürze drin. Das ist der Blick zurück. Boah, guck dir mal die alten Schuhe an. Sieht aus wie ein Motorradschuh, oder? Mit Knochen. Oh, mit Knochen, Leute. Boah, Tennisball. Boah, guckt euch das mal an. Das ist ja wohl abnormal. Hier ist sogar ein Pfeillauf. Oh, riesig, oder? Warum ein Wester? Achso. Meinst du, die verpetzen uns? Alter, guckt euch das mal an. So weit, dass man gar nicht gucken kann. Da geht es, glaube ich, auch nochmal nach links. So, kurzes Update, Leute. Also, wir sind jetzt drin. Der Stollen verzweigt sich hier. Man kann quasi geradeaus weitergehen und nach links. Links konnten wir das Ende nicht erkennen. Und wir gehen jetzt aber erstmal nach rechts. Ich glaube, dass da vorne noch ein Weg nach links oder nach rechts geht. Oder der ist auch zu Ende. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich zeige euch das mal kurz. Ja, es geht noch nach links. Oh, die Steine sind aber schon ein bisschen glitschig. Oh. Leute, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Wow, schaut euch das mal an. Abnormal. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute hier reinkommen. Wow. Zurück. Oh, hier ist ein Wall aufgeschüttet. Oh. Na, der Flasche.
ein Kamm, was der wohl zu erzählen hat. Schuhe, die obligatorischen. Hier sehen wir ein Stahlteil. Krass. Sie haben Licht entdeckt. Boah, riesig, guckt euch das mal an. Absolut crazy. Und hier alte Flaschen. Und hier ein alter Tennisball. Hat jemand Blut? Nicht mich anleuchten. Ich leuchte nicht danach. Zeig mal, was da drin ist. Aachener Sprudel. Mindestens haltbar bis 93. Echt? Mhm. 2093? Und da, schaut mal da hinten. Das ist unglaublich, wie weit es noch dahin geht. Oh mein Gott. Auf mich. Ja, auch wieder von Menschen geschaffen. Hier kam der Verbruch runter. Da darf man nicht sein, wenn das passiert. Nicht dein Ernst, Alter. Guck mal, Leute, da geht's auch noch weiter. Und hier auch. Hallo? Also hier war wahrscheinlich der Sprengstoff gelagert. Oder die Leute haben hier übernachtet. Leute, schaut euch das mal an. Achtung, Türe nur heben. Alle Geschütztüre voll und sollen gepflegt sein. Gasschutztüren. 1942. Krass. Das ist auf jeden Fall aus der Nazi-Zeit, Leute. Und hier hat irgendjemand Striche dran gemacht. Das macht man unter anderem, wenn man quasi hier übernachtet oder mehrere Tage drin ist, damit man weiß, wie viele Tage man schon hier drin ist. Unglaublich. So, meine Freunde. Also, das Ding ist auf jeden Fall riesig, riesig, riesig. Und Lisa hatte gesagt, ja, wir kommen doch da vorne her. Und ich sagte, nein, wir haben das auf jeden Fall noch nicht gesehen. Das bedeutet, dieses Stollensystem ist riesengroß. Und ich bin mal gespannt. Der Akku hat nur noch 11%. Ich denke mal, wir müssen nochmal wiederkommen. Auf jeden Fall haben wir hier noch viele, viele Relikte, die hier auf dem Boden liegen. Und guckt euch mal an, wie weitläufig diese Tunnel sind. Das ist echt unglaublich. So, also wir sind jetzt doch Richtung Ausgang gegangen. Ich werde mich wohl noch mal von draußen melden, wenn der Akku hält. Ansonsten hier noch mal einen wunderschönen Blick über die Anlage. Man sieht hier, wie gesagt, die Stempel, aber das Thema ist hier schon wirklich ordentlich runtergekommen. Auf jeden Fall nicht ganz ungefährlich, aber trotzdem sehr, sehr geil. Emily, schnell, jetzt aber, bevor der Akku leer ist. Oh nein! Was ist los? Ich muss wieder rüber. Um die denken, du bringst dich um! Du bringst dich um, denken die. Oh, du musst mich. Meine Hose ist gerissen! Meine Hose ist gerissen! Oh Leute, guck mal! Da! Komm, du bist da! Guck mal! Oliver! Der dicke Schwanzel raus. Ja. Die sie hat's gesagt. Oh, diese billige Hose von mir. Guckt euch das mal an! Geht ohne mich. Ich werde nicht mehr. Geht ohne mich. Das schaffst du locker. Warte, halt dich an meinem Dingdong fest. Halt dich an meinem Dingdong fest. Wie steht der Jörg da günstig? Ja, oh, oh. Warte, geh nochmal runter. Der Mion. Hast du auf Aufnehmen gedrückt? Ja, läuft doch.